Hey Leute, mein Name ist Josh Krüger und ich möchte heute mit euch und einem Gast, den ich gleich vorstellen werde, über verschiedene Technologien reden, die Herrschaft obsolet und undurchführbar schlussendlich machen. Und wir reden da über verschiedene Technologien, insbesondere Cryptocurrencies und da insbesondere über Bitcoin oder auch eine andere Cryptocurrencies, also eine andere wie zum Beispiel Ethereum und vielleicht auch noch andere. Auf jeden Fall, dafür habe ich mir eingeladen, den Johannes von Philosophy Workout. Hallo Johannes. Hallo Charles. Freut mich dabei zu sein. Der Grund, warum wir dieses Video machen, ist, dass vor wenigen Tagen Bitcoin die 2.000-Dollar-Grenze durchbrochen hat. Das heißt, ein Bitcoin ist mehr wert als 2.000 Dollar. Es sind ungefähr 1.800 Euro, habe ich letztens geguckt. Das ist also der offizielle Stand, das ist der offizielle Bitcoin-Kurs. Und das ist schon echt eine krasse Sache, weil erstens mal ist es wieder ein neuer Meilenstein, der durchbrochen wurde, an Wert, also Bitcoin wird immer wertvoller, weil es eine deflationäre Währung ist. Das heißt, über Zeit gewinnt sie an Wert und verliert nicht an Wert wie Papierwährung zum Beispiel. Also anstatt einen Wertverlust von 1, 2, 3, 4, 5% jedes Jahr zu haben, wie zum Beispiel der Euro oder andere Papierwährungen, die durch Inflation immer weiter aufgeweicht werden, hat Bitcoin, da es nur eine begrenzte Geldmenge gibt, das heißt, es kann nicht einfach neues Geld erzeugt werden, unbegrenzt, es gibt eine Maximalmenge und diese kann halt nicht überschritten werden. Es kann nicht unbegrenzt neues Geld erzeugt werden, damit hast du nicht unbegrenzten Wertverlust wie bei Papierwährung. Und das ist schon eine krasse Sache, weil das zeigt, ich meine, es gibt Leute, die haben sich damals vor ein paar Jahren aus Jux Bitcoin für 10 Dollar gekauft oder so und die können sich heute buchstäblich Autos davon kaufen, weil das so einen extremen Wertgewinn durchgemacht hat. Und das Tolle an Bitcoin ist ja im Prinzip diese Dezentralität und die Anonymität und die schwere Manipulierbarkeit, die schlussendlich alles auf der Blockchain-Technologie, das Herzstück sozusagen von Bitcoin basiert. Und diese Blockchain-Technologie, die bei Bitcoin für Geld genutzt werden kann bei Sachen wie Ethereum, wo wir gleich drüber reden wollen, auch für andere Sachen genutzt werden. Und da kann uns Johannes ein bisschen was erzählen. Wie probiert man denn die Blockchain-Technologie in Ethereum zu nutzen? Also bei Ethereum haben wir es mit einer flexibleren Blockchain-Technologie zu tun. Bitcoin ist 6 Jahre vor Ethereum oder gestartet. Die Währung von Ethereum heißt Ether oder Ether. Und 6 Jahre später ist also Ether gestartet und hat eine Blockchain, die Turing-complete ist. Das bedeutet, mehr verschiedene Befehle können ausgeführt werden, während bei Bitcoin das eine ältere Programmiersoftware ist, Programmiersprache, die erprobt ist, aber halt heute nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Es können also Smart Contracts, also sogenannte smarte Verträge abgeschlossen werden und da hat man mehr Freiheit bei Ethereum. Zum Beispiel lassen sich darüber Sportwetten abschließen, aber auch der Energiemarkt kann darüber zugegriffen werden. Wir hören immer wieder vom Internet of Things, also dass zum Beispiel eine Heizung oder ein Kühlschrank selbst anfangen nachzudenken. Der Kühlschrank möchte vielleicht Obst nachbestellen, dann gibt man ihm das eigene Konto, das er nicht überziehen kann durch Ethereum Smart Contracts, die man vielleicht selbst wieder auffüllt. Alles das, was früher die Bank gemacht hat, kann jetzt heute halt auch ein smarter Contract, wie zum Beispiel die Miete monatlich zu überweisen. All das lässt sich in der Blockchain festhalten oder auch sogar programmieren. Also als ich mich das erste Mal vor ein paar Tagen damit auseinandergesetzt habe, und ich bin natürlich bei weitem kein Experte zu Ethereum, aber was ich so darüber gelesen habe, ist halt, dass du im Prinzip, was Johannes gerade schon angesprochen hat, diese Smart Contracts, oder du kannst halt im Prinzip selber programmieren, unter welchen Bedingungen Geld überwiesen wird zum Beispiel. Also du kannst ja alle möglichen eigenen Programme, eigene Apps innerhalb von Ethereum machen. Also du kannst halt alle möglichen Verträge zum Beispiel dir ausdenken und allein über Verträge kannst du ja jede Menge verschiedene Sachen machen, dass halt erst bestimmte Geldüberweisungen durchgeführt werden, wenn X, Y und Z passiert. Und da kannst du ja schon jede Menge machen. Und du kannst das alles einfach, diese Blockchain-Technologie, für viel, viel mehr Sachen als nur reines Geld benutzen. Das ist echt eine coole Sache, weil als ich mir das durchgelesen habe, dann hatte ich halt immer diesen Gedanken im Hinterkopf, dass das ein Schritt weiter ist in der ganzen
in dem ersten Mal in dem Kampf für Freiheit, aber auch in der ganzen Sache, wie du Herrschaft und wie du zentrale Machtinstitutionen, ob es jetzt Staaten sind, ob es jetzt Zentralbanken sind, aber ob es zum Beispiel auch Banken sind oder Großkonzerne, dass du all diese zentralen Institutionen umgehen kannst, weil du diese Blockchain-Technologie, die es erlaubt, dezentrale Datenbanken zum Beispiel zu haben, dass diese Blockchain-Technologie einfach für alle möglichen anderen Sachen, auch neben Geld, nutzbar wird. Und da ist natürlich Open-End so. Dann ist halt nur noch der Erfindungsreichtum der Menschen der begrenzende Faktor, weil dann kannst du ja im Prinzip alles machen. Dann kannst du alle möglichen Apps und Möglichkeiten, wie du wirtschaftest, wie du mit Leuten handelst, wie du mit Leuten interagierst, das kannst du alles dann durch eine Blockchain-Technologie in irgendeiner Art festhalten und es somit dezentral machen und so dezentral mit Leuten handeln. Und da alles immer digitalisierter wird, also die komplette Wirtschaft und das komplette Leben der Menschen sich immer mehr ins Internet verlagert und auch große Teile ja, der Wirtschaft, des Handels, alles immer mehr digitaler wird, wenn du natürlich dann eine Sache hast, eine Cryptocurrency oder Systeme, mit denen du all das dezentral, sehr, sehr schwer manipulierbar und unabhängig organisieren kannst, dann ist es echt eine gute Sache, eine geile Plattform. Genau, also dezentral ist einer der Hauptpunkte, die jetzt im Vergleich zu einer Zentralbank bei Cryptocurrencies im Vordergrund stehen. Ist nicht jede Kryptowährung ist dezentral. Manche haben zentrale Aspekte, aber Bitcoin und Ethereum betonen auf jeden Fall Dezentralität. Und das Coole halt daran ist, gerade zum Beispiel Zentralbank. Ich meine, jedes Geldsystem basiert schlussendlich auf Vertrauen. Vertrauen, dass du, wenn du einen Euro kriegst und den verdienst, dass du damit auch in den Laden gehen kannst und dir irgendjemand für dieses Papierschnipsel Geld gibt. Weil das ist es. Du hast ein Papierschnipsel in der Hand, deren Materialwert, selbst wenn deine 500 draufsteht, das ist ein Papierschnipsel mit einem Materialwert von unter einem Cent. Also alle Währungen basieren schlussendlich auf Vertrauen. Vertrauen, dass du dafür irgendwas Sinnvolles für bekommst. So. Und dieses Vertrauen kann entweder dadurch kommen, dass ein Staat sagt, ihr müsst dieses Geldsystem jetzt akzeptieren, wie zum Beispiel beim Papiergeld, oder das kann auch daraus kommen oder dadurch verstärkt werden, dass die Sache, die du als Geld nutzen willst, einen eigenen Wert hat, zum Beispiel bei Gold ist es der Fall. Also wenn du eine Goldwährung hast, dann ist ein hohes Vertrauen in die Währung gegeben, weil erstens kannst du Gold nicht einfach drucken, also du kannst die Währung nicht unendlich aufweichen und Gold hat einen eigenen Wert. Gold hat eine eigene Nutzung in der Wirtschaft für Schmuck oder auch für technische Geräte. In Computerchips sind kleine Mengen an Gold drin und immer mehr Computerchips werden gebraucht für alle möglichen Sachen, weil alles digitaler wird. Das heißt, die Nachfrage nach Gold ist sehr, sehr hoch und steigend. So. Und das heißt, Sachen, die einen eigenen Wert haben oder die begrenzt in ihrer Anzahl sind, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, was du nicht einfach immer weiter aufweichen kannst, die haben natürlich einen riesigen Vertrauensbonus. Und wenn Leute immer mehr Bitcoins nutzen oder Cryptocurrencies allgemein, und es ist natürlich überhaupt nicht gesagt, dass Bitcoin oder Ethereum das Ende der Fahnenstange ist, so, und es ist auch nicht gesagt, dass die Blockchain das Ende der Fahnenstange ist. Es könnte jederzeit eine noch geilere Idee kommen, eine noch geilere Blockchain mit noch geileren Features und noch besser und dies, das. Aber der Punkt ist, dass je mehr Leute Cryptocurrencies benutzen wie Bitcoin, und das sehen wir ja daran, dass der Wert immer weiter steigt, dass es halt jetzt, wie gesagt, 2000 Dollar durchbrochen hat und es steigt ja immer weiter, je mehr Leute das nutzen, je mehr Leute das akzeptieren und es gibt immer mehr Unternehmen, die das akzeptieren, immer mehr Leute, die wirklich in Bitcoin handeln. Bis vor ein paar Jahren war es nur halt ein Wertobjekt und heute handeln Leute damit. Es gibt alle möglichen Bitcoin-Annahmestellen in Cafés und es ist in Amerika noch viel, viel breiter da zum Beispiel als in Europa. Aber ich denke, hier setzt sich es auch zunehmend durch. Und dann benutzen das immer mehr Leute. Und wenn Leute lieber richtige Währungen wie Bitcoin und wie andere Cryptocurrencies meinetwegen benutzen, desto weniger benutzen sie den Euro, und da alles nur auf Vertrauen basiert, verliert der Euro schlussendlich an Vertrauen und an Nutzung und an Wert, weil wir haben das alle schon gesehen in den 1920er Jahren, was passiert, wenn niemand mehr an den Wert einer Währung vertraut, wenn der Wertverlust so stark ist, weil der Vertrauensverlust so stark ist,
dann hat eine Währung irgendwann überhaupt keinen Wert mehr. Und dann siehst du Leute, die mit Geld ihr Ofen heizen, weil das Geld hat keinen Wert mehr, weil das Vertrauen verloren wurde. So, also Zentralbanken können entmachtet werden dadurch, ich meine, die können dann drucken oder nicht drucken, was sie wollen. Die können alle möglichen geldpolitischen Schwachsinnssachen machen. Wenn niemand mehr den Euro wirklich benutzt, weil niemand mehr den Euro anerkennt, weil jeder lieber ein Geldsystem wie Bitcoin hat, was im Wert steigt, anstatt ein Geldsystem wie den Euro zu haben, was im Geld sinkt, tja, dann verliert die Zentralbank und der Staat allgemein zunehmend über einen längeren Zeitraum an Macht. Genau, also wir haben ja auch gerade das Phänomen, dass man auf die Sparbücher praktisch keine Zinsen mehr bekommt. Das ist ja, geht da ja gar nicht um Vertrauen, sondern es ist einfach nur darum, dass die Inflation so hoch sind, dass die Banken schon sagen, nee, wenn du uns das Geld gibst, brauchen wir da, das hat keinen Wert für uns, da musst du dann eher noch Gebühren zahlen, dass wir das Geld für dich aufbewahren. Also dieser Wertspeicheraspekt und die Möglichkeit, auch in Euro anzusparen und das Geld, das langsam wächst, das hat man halt gar nicht mehr in Euro. Während man bei deflationären Währungen wie Bitcoin halt diese Möglichkeit hat, Bitcoin hat übrigens Marktkapitalisierung von 33 Milliarden US-Dollar, gleich dahinter Ripple mit 13 Milliarden US-Dollar und Ethereum auch mit etwa 13 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Also es gibt schon 13 Milliarden gute Gründe, jetzt auch in Ethereum zu investieren. Ethereum und Bitcoin, beide deflationär. Das heißt, sie haben einen festgesetzten Betrag, wo sie nicht mehr werden. Es sind diese berühmten 21 Millionen Bitcoin. Es werden nie mehr werden. Und das heißt, dass solange wir davon ausgehen, dass wir auch ein Wirtschaftswachstum haben, ein leichtes Wirtschaftswachstum auf der Welt, wird halt jeder Bitcoin, wenn Bitcoin mal die Weltleitwährung wird, ständig mehr. Das heißt, es lohnt auf sich wieder anzusparen. Der kleine Mann hat wieder eine Investition, wo er nicht mehr Geld verliert, so wie das heute beim Euro ist. Den Euro muss man ja so schnell wie möglich loswerden, damit man nicht ärmer wird. Ja, und warum sollte man auch für eine Bank bezahlen, für ein Bankkonto, wenn du dir einfach kostenloses Konto bei Bitcoin zum Beispiel machen kannst? Und warum solltest du eine Inflation aushalten oder einen Wertverlust von 2, 3, 4, 5% jedes Jahr, wenn du einfach Bitcoin haben kannst und da hast du einen Wertgewinn von 1, 2, 3, also noch viel mehr sogar, wenn du dir den Wertgewinn über die letzten Jahre anguckst, pro Jahr. Warum solltest du was Wertverlierendes nutzen, wenn du was Wertgewinnendes nutzen kannst? Und immer mehr Leute nehmen das an und es ist auch komplett freiwillig. Also es wird ja niemand gezwungen, Bitcoin anzunehmen. Das ist ja das Coole. Du wirst gezwungen, den Euro anzunehmen, wenn du in Deutschland lebst oder wenn du in Europa lebst, aber niemand zwingt dich, den Bitcoin anzunehmen. Und das ist ja das Coole. Wenn ein anderes System jetzt rauskommt, was noch besser ist als Bitcoin, dann können die Leute sofort wechseln, weil niemand wird gezwungen, das eine oder das andere zu nutzen. Und was ich auch denke, was passieren wird, ist, dass Leute, also wenn du heute jemand sagst so, ich finde, wir sollten das Währungssystem privatisieren. So, dann kriegen 99% der Menschen da draußen sofort einen Autistic-Screeching-Anfall und werfen dir sonst was für Sachen an den Kopf. Aber an einem gewissen Punkt wird es einfach so viel sinnvoller sein, Bitcoin zum Beispiel zu nutzen oder andere dezentrale, private Geldsysteme, sodass die Leute gar nicht irgendwie alle Libertäre werden müssen und die Weltanschauung komplett verstehen müssen und irgendwie Ökonomie auf einmal verstehen und Philosophie auf einmal verstehen, sondern es wird einfach der sinnvolle ökonomische Anreiz da sein, in Bitcoin zu investieren, weil Bitcoin Wert gewinnt, anstatt sein Geld in Euro auf einem Bankkonto zu haben, wo du negative Zinsen aushalten musst, wo du je mehr du auf dem Bankkonto hast, desto mehr musst du den bezahlen, einfach damit du es dort haben kannst. Und dann kommt noch die Inflation obendrauf. Also es wird einfach der ökonomische Anreiz da sein und dann müssen Leute gar nicht irgendwie alle libertär werden, sondern die werden das halt von sich aus machen, weil das sinnvoll ist. Es ist genauso wie wenn du dir die Ostblockstaaten anguckst, nach dem Fall der Sowjetunion, die heute schon deutlich marktwirtschaftlicher sind, als es damals der Fall war. Natürlich, die sind immer noch nicht so marktwirtschaftlich, wie freiheitlich denkende Menschen sich das gern wünschen würden, aber die sind ja schon marktwirtschaftlicher und die sind nicht alle marktwirtschaftlicher geworden, weil die alle sich irgendwie Ökonomiebücher reingezogen haben oder weil die alle irgendwie drüber nachgedacht haben, was die sinnvolleren Systeme philosophisch sind, sondern die haben halt gesehen, Sozialismus funktioniert nicht, Marktwirtschaft scheint besser zu funktionieren, also
lass uns mal ein bisschen in die Richtung gehen, anstatt jetzt weiter in die Richtung Sozialismus zu gehen und zentraler Kontrolle und dies, das. Und was ich halt auch interessant finde, und das ist mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, als ich mich mit diesem Ethereum auseinandergesetzt habe, ist, wie allgemein Technologie dafür sorgt, dass eben Herrschaft immer obsoleter wird. Also zum einen natürlich über Bitcoin, über das Geldsystem. So, da hast du eben ein Geldsystem, was dafür sorgt, dass staatlicher Einfluss und zentralbanklicher Einfluss in das Geldsystem obsolet wird und auch undurchführbar wird, weil, wie gesagt, wenn niemand mehr den Euro annimmt oder anerkennt oder denkt, es hat einen Wert, so, dann kann die Zentralbank machen, was sie will. Das heißt, du sorgst dafür, dass der zentralbankliche Einfluss sozusagen auf die Währung zurückgeht. Die können nicht einfach negative Zinsen einführen und ihre Großkonzerne da mit speziellen Privilegien ausstatten, indem die an irgendwelche Großkonzerne 0% Kredite geben und den Rest der Gesellschaft, die müssen 7% für einen Kredit bezahlen oder was auch immer. Also zum einen schaffst du deren Einfluss ab, aber auch in vielen anderen Punkten. Ich meine, du kannst durch Ethereum, wie gesagt, das ist ja noch relativ neu, so, vielleicht kommen noch die ganzen geilen Ideen. Aber da du ja diese ganzen Apps entwickeln kannst, du kannst damit Smart Contracts machen, du kannst damit dezentrale Eigentumsregister haben, du kannst alle möglichen Vertragsnetze haben über alle möglichen Sachen und auch allgemein das Internet, wie es dafür sorgt, dass der herrschaftliche Eingriff in das Leben der Menschen, wie Unfreiheit damit immer besser zu umgehen geht. Also Beispiel, die Spenden an WikiLeaks, die auf einmal nicht mehr funktionierten, weil Visa Card und Mastercard gesagt haben, wir erlauben keine Spenden mehr an WikiLeaks. Und bei Bitcoin ist das halt nicht möglich. WikiLeaks würde einfach ein weiteres Bitcoin-Konto aufmachen und man kann weiterhin spenden. Während WikiLeaks jetzt einige Umwege finden musste, heute kann man wieder mit Visa und Mastercard an WikiLeaks überweisen, aber halt über Unternehmen wie für freie Presse, wo man dann trotzdem noch überweisen kann, aber es ist halt um einiges schwieriger. Ja, also das ist das Coole. Es sorgt dafür, dass es allgemein für Menschen schwerer manipulierbar wird. Also jetzt nicht nur für Staaten, nicht nur für Zentralbanken, sondern auch für irgendwelche Großkonzerne oder irgendwelche anderen Unternehmen. So, es ist, Libertäre sagen ja nicht, dass irgendwie alle Leute, die privat sind und private Unternehmen irgendwie alles tolle Engel sind. Das ist natürlich Schwachsinn. Die haben genauso die Leute dort, genauso wie Leute in Staaten, die Möglichkeit, sich schlecht zu verhalten und Macht zu missbrauchen. Also natürlich bin ich der Meinung, dass es über den Markt viel mehr Checks und Balances gibt als zum Beispiel bei einem Staat. Aber es kann ja trotzdem sein, dass private Unternehmen ihre Macht missbrauchen. So, also ist es sinnvoll, eine Währung zu haben, die von allen Menschen irgendwie nicht manipulierbar ist oder schwer manipulierbar wird oder dezentral halt, dass sowohl private Unternehmen als auch Staaten darauf sehr, sehr schwer Einfluss nehmen kann und allgemein menschliche Machtgier daran verzweifelt im Prinzip. Genau, und wenn eine Kryptowährung mal Probleme hat, weil vielleicht die Programmierer im Hintergrund ihr eigenes Süppchen kochen und sich das Geld zuschanzen, dann wechselt man zum nächsten, so wie man heute auch seine Frühstückscornflakes auswählt oder auch seine Automobile auswählt oder seine Fluggesellschaft. Man wechselt dann einfach. Es gibt viele Kryptowährungen mittlerweile. Nicht alle sind so groß wie Bitcoin. Bitcoin hat, glaube ich, immer noch 60% insgesamt Anteil der Investitionen, die in Kryptowährungen fließen. Aber zunehmend ist Bitcoin nicht mehr die einzige Währung, die man auswählen kann. Ja. Und ja, das ist halt Wettbewerb. So, du kannst ja das aussuchen, was für dich am sinnvollsten ist. Und da es alles freiwillig ist, kannst du dir genau die aussuchen, die für dich am besten ist. Und wenn es zum Machtmissbrauch kommst, dann wechselst du zum nächsten. Aber auf den Punkt, den ich vorher noch eingehen wollte, allgemein, wie das Internet dafür sorgt, dass Unfreiheit umgangen werden kann. Also du kannst zum Beispiel irgendwelche, also Urheberrechte, habe ich ja in den letzten Videos sehr, sehr viel drüber geredet. Und also wo ich auch darüber geredet habe, warum ich der Meinung bin, dass Urheberrechte keinerlei Legitimation haben, weder auf marktwirtschaftlicher Seite noch auf freiheitlicher Seite. Also es ist es ist vollkommen unfreiheitlich und es ist vollkommen unmarktwirtschaftlich in meinen Augen. Und ich habe, wie ich finde, dafür sehr gute Gründe, das zu sagen. Und ein Punkt, den ich da angesprochen habe in dem zweiten Video, was ich zu dem Thema gemacht habe, war, dass ich der Meinung bin, dass
Also Internetverbindungen werden immer schneller, Festplatten werden immer größer, Rechenpower steigt immer mehr. Es wird ab jetzt nur noch einfacher, Sachen zu kopieren. Also es wird ab jetzt nicht mehr schwerer, sondern es wird immer nur noch einfacher werden. Leute werden immer besser und schneller Sachen zum Beispiel miteinander teilen können. Also so Sachen wie Urheberrechte werden durch das Internet einfach nicht existieren können. Also es ist jetzt schon unmöglich, Urheberrechte richtig durchzusetzen, weil es eben diese ganzen dezentralen Möglichkeiten gibt, das zu umgehen. Aber es ist unmöglich, aber es wird nur noch zunehmend unmöglicher werden. Und genau das Gleiche mit Überwachung. Es ist das Problem da, dass Leute überwacht werden, dass es eine Generalüberwachung übers Internet gibt und schon finden Leute Möglichkeiten drumherum, dass man Encryption hat, also alle möglichen Verschlüsselungen, dass du Virtual Private Networks hast, die das verhindern, Anonymisierungsdienste, dies, das. Und auch hier sind wir bestimmt noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Also wer weiß, was noch kommt, dass vielleicht in 10 Jahren jeder so ein kleines Programm auf dem Computer hat und du klickst ja doppelt drauf und schon hast du irgendwie ein hochdezentrales, hochanonymisiertes und hochverschlüsseltes Netzwerk oder Zugang zum Internet oder was auch immer so. Ich denke, es wird immer besser werden und ich denke, es wird auch immer einfacher zu nutzen werden. Und so kannst du dich gegen alle möglichen Unfreiheiten, ob es jetzt Überwachung ist, ob es jetzt ein schlechtes Geldsystem ist oder alle möglichen anderen Sachen, also es ist auch dieses, wie so ein Katz-und-Maus-Spiel, dann probieren irgendwelche Leute im Staat durch mehr Überwachung die Leute wieder zu kriegen, aber dann kommen irgendwelche Leute, die sonst wo sitzen, irgendwelche Leute, die in den Kellern ihrer Eltern sitzen, tausende dezentrale Hacker und Programmierer, die irgendwelche Möglichkeiten drumherum finden. Es gibt da zum Beispiel Monero, das ist eine Währung extra programmiert und dafür gemacht, anonym zu bezahlen. Also für jede Spezialanwendung gibt es jetzt vielleicht dann auch eine Spezialwährung. Aber Bitcoin kannst du ja anonym benutzen. Also du kannst ja zum Beispiel für jede neue Transaktion eine neue Bitcoin-Adresse machen und somit weiß niemand, welche. Also wenn du die gerade eine neue machst, die zufällig generiert ist, so, dann bist du ja super anonym. Du musst sozusagen bestimmte Regeln beachten, damit Bitcoin anonym ist. Du musst bestimmte Services nutzen, während bei Monero das sozusagen schon eingebaut ist. Das heißt, auch wenn du es falsch benutzt, hast du trotzdem noch die volle Sicherheit. Also du kannst es nicht falsch benutzen. Es ist also idiotensicher verschlüsselt, während Bitcoin halt bei normaler Benutzung nicht komplett anonym ist. Ich denke auch, wir müssen allgemein für die Zukunft auch von der Idee wegkommen, nur eine Währung zu haben. Das ist sowieso eine super unnatürliche Sache, die es erst seit kurzem in der Menschheitsgeschichte gibt. Ich meine, damals, als es noch Goldwährung gab, dann gab es auch Silberwährung daneben, dann gab es auch Kupferwährung. Dann hattest du auch jede Menge verschiedene sozusagen Währungssysteme, die direkt nebeneinander existierten. Und übrigens, es gibt immer diese Leute, die sagen, die Goldwährung die wurde abgeschafft, die haben wir heute nicht mehr, weil die irgendwie nicht funktioniert hätte. Aber das stimmt natürlich nicht. Die wurde abgeschafft, weil Staaten im Ersten Weltkrieg den Krieg finanzieren wollten. Und dafür brauchten sie jede Menge Geld. Also haben sie die Goldwährung abgeschafft, weil Gold kann man nicht drucken. Das heißt, sie konnten sich nicht einfach das Geld drucken, was sie brauchten, aber du kannst Papier drucken. Also haben sie die Währung abgeschafft, haben ein Papierwährungssystem eingeführt und haben dann das entwertet, um den Krieg zu finanzieren. Nicht viel anders als heute, wo man halt auch keine Prozente mehr auf sein Sparbuch bekommt. Die Inflationierung findet immer statt. Und mit Gold lassen sich keine großen Kriege führen. Wir sehen ja auch, der Erste Weltkrieg war in seinen Dimensionen und den Menschenleben, die er gekostet hat, viel größer. Man könnte das Argument machen, dass es daran lag, dass zum ersten Mal die Inflationswaffe mit im Krieg eingesetzt wurde. Ja, ich glaube, Ron Paul oder irgendwer hat gesagt, es ist nicht... Es ist kein Zufall, dass das Zentralbankalter oder das Jahrhundert der Zentralbank mit dem Jahrhundert der totalen Kriegsführung also zur gleichen Zeit stattgefunden hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr das, wenn ihr wisst, welches Zitat ich meine, das nach unten in die Videobeschreibung, in die Kommentare, sorry, schreiben. Aber ungefähr so war das. Es ist kein Zufall, dass genau dann totale Kriege waren, die Millionen von Menschen Leben gekostet haben, als die Staaten in der Lage waren, sich einfach alles Geld, was sie gebraucht haben, zu drucken. Und die Leute haben natürlich dann die Kosten getragen, weil ihre Währung immer mehr zerstört wurde. Genauso nach dem Ersten Weltkrieg. Dann haben die, ganz besonders natürlich Deutschland, jede Menge Geld gedruckt. Und dann hast du in den 20er Jahren
die Hyperinflation gehabt, wo Leute Geld für ihren Kamin genommen haben. Ein weiterer Aspekt, den man bei Kryptowährungen nicht übersehen sollte, ist, dass sie halt seit 2009 ständig im Wachsen begriffen sind. Wir haben also angefangen mit Bitcoin, der einzigen Kryptowährung, jetzt kommen mehr dazu. Der große Kursanstieg von Bitcoin derzeit über $2,000 pro Bitcoin hängt damit zusammen, dass jetzt auch in Japan und China die Menschen sicher wissen, dass sie das dürfen. Vorher hätten sie es vielleicht auch gemacht, aber es ist sozusagen jetzt das Bewusstsein, dass es Bitcoin gibt und dass es legal ist, durchgedrungen. Vielleicht wollten auch die Regierung von China nicht, dass ihre Bürger sozusagen dabei verlieren, weil in ein paar Jahren wird Bitcoin halt so teuer sein, dass dann die chinesische Bevölkerung schwer haben wird, einen großen Anteil an Bitcoin zu haben. Vielleicht hat man das schon im Blick, dass es eine Weltleitwährung werden könnte. Und die Zahl der Kryptowährungen nimmt auch jedes Jahr zu. Natürlich, bevor man in so eine Kryptowährung wirklich Vertrauen steckt, muss sie 2-3 Jahre am Markt geblieben sein. Wir sehen ja auch, dass jetzt mit Ethereum, Microsoft, Intel, JP Morgan und große Banken zusammenarbeiten, weil man halt zumindest in der Zukunftsanalyse sieht, dass die Kryptowährungen sehr viel Potenzial haben und dass man den Trend nicht verschlafen möchte. Ja, also das ist sowieso der Punkt. Du weißt nie, was natürlich in den nächsten Jahren noch passiert, ob irgendjemand noch eine zündende Idee hat, die dann alles revolutionieren wird. Ich meine, vor 10 Jahren hatte niemand gedacht, dass sowas wie Bitcoin kommt. Viele Libertäre haben noch dafür gekämpft, dass der Goldstandard wieder eingeführt wird. Und heute kannst du sowas machen, was viel, viel einfacher einzuführen wird. Also jetzt wieder einen Goldstandard einzuführen, irgendwelche Staaten und Regierungen dazu zu bewegen, irgendwie Gold als Währung zu benutzen. Ich meine, das ist ein Kampf, der, wenn nicht unmöglich ist, dann zumindest sehr, sehr schwer ist. Aber Bitcoin kannst du dadurch einführen, dass einfach Leute Bitcoin benutzen so. Und wie gesagt, je mehr ökonomische Anreize es dazu gibt, das zu machen oder dafür gibt, das zu machen, weil man einfach sieht, dass Bitcoin extrem an Wert gewinnt, irgendwann werden das Leute akzeptieren, auch ohne libertär zu sein oder auch ohne irgendwie die Philosophie dahinter zu kennen. So, also ich denke, wir sehen gerade bei Ethereum, dass da noch so viel offen ist, dass du so viele Möglichkeiten hast, diese Blockchain-Technologie, die diese Dezentralität ermöglicht, die diese schwere Manipulierbarkeit ermöglicht, dass du einfach noch so viele Möglichkeiten hast, das auf andere Arten und Weisen jetzt nicht nur im Geldsystem zu nutzen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf die Zukunft. Man sollte immer so ein bisschen die Augen und Ohren offen haben. Und wir probieren euch natürlich darauf auch auf dem Laufenden zu halten, was so die neuesten Entwicklungen sind. Und wenn sich was Großes irgendwie abzeichnet. Weil, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, auf irgendeine Art und Weise den Einfluss des Staates in das Leben der Menschen zurückzudrängen, obsolet zu machen, und auch undurchführbar zu machen, wie zum Beispiel bei Bitcoin, wo du eben so eine hohe Dezentralität haben kannst und so eine hohe Anonymität, dass du dir für jede Transaktion eine neue Adresse machst. Und das macht natürlich auch super schwer, zum Beispiel Leute zu besteuern. Oder auch, dass dir ein Staat dein Geld einfach wegnimmt. Also wir sehen das zum Beispiel bei dem Gründer von Silk Road, Albrecht, wie war sein Name? Ross Albrecht. Oh ja, Ross Albrecht. Und genau, der ja festgenommen wurde wegen der Silk Road und bei dem man bis heute nicht geschafft hat, sein Bitcoin-Konto zu hacken, wo schon damals Millionen an Dollar sozusagen im Wert da drauf lagen in Bitcoin und man es bis heute nicht geschafft hat und bis heute wahrscheinlich der Wert natürlich noch viel höher gestiegen ist. Und durch diese ganze Verschlüsselung ist einfach dem Staat nicht möglich ist, dir das wegzunehmen. So. Es kann zum Beispiel sein, dass Ross Albrecht sich das Passwort zu seinem Konto einfach im Kopf gemerkt hat und dass man es eigentlich auch nicht finden kann, seien die Ermittler noch so wachsam. Richtig. Und dann kannst du auch alle möglichen Versuche, den da irgendwie reinzuhacken, indem du da einfach wahllos Passwörter eingibst. Das kann Jahrhunderte dauern, bis du dann selbst mit Hochleistungscomputern dich da irgendwann mal reingehackt hättest und dann irgendwann zufällig auf das richtige Passwort gestoßen bist. Also das ist echt eine coole Sache. Das macht Herrschaft obsolet oder undurchführbar. Und wie gesagt, ich glaube, die geilsten Ideen kommen noch. Und ja, das war's für heute. Danke erstmal, Johannes, dass du mit da warst. Danke, hat Spaß gemacht. Alles klar, macht's gut, Leute. Peace. Bam.